glaube, die Hauptstadtregion in 2030 arbeitet noch wesentlich intensiver zusammen, als das momentan der Fall ist. Ich denke, dass die Grenzen zwischen Berlin und Brandenburg mehr schwinden, nicht weg sein werden, aber mehr schwinden. Und dass wir gewisse Dinge ganz anders denken werden, als das momentan der Fall ist. Also ich glaube, wir arbeiten momentan oder denken momentan noch sehr autozentriert zum Beispiel. Ich glaube, wir werden dann nur noch über Mobilität nachdenken. Es wird nur noch darum gehen, wie komme ich am schnellsten, am besten von A nach B, egal mit welchem Verkehrsmittel. Und damit haben wir natürlich Chancen, auch ganz andere Verkehrsmittel zu etablieren. Schienengebundener ÖPNV, aber auch viele Sharing-Systeme, Radverkehr, da kommt also dann vieles hinzu, was, glaube ich, die Mobilität auch völlig umgestaltet. Ja, die Stadt hat ihre Qualitäten. Aber das Land hat auch seine Qualitäten und zu begreifen, dass die sich gegenseitig stützen können und dadurch eben die Qualität des Siedlungsraums und auch der Lebenswirklichkeit der Menschen dort gesteigert werden kann. Statt für alle gutes Leben für alle, bezahlbares Wohnen für alle, moderne Mobilität, moderne Wirtschaft, natürlich auch Kunst und Kultur, das ist die Vision für die Region, die wir gemeinsam haben. Die Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg sollte auf Augenhöhe sein, sie sollte fachbestimmt sein, aber natürlich auch die gemeinsame Region, die Sensibilität, die Gefühle in den Blick nehmen und zum Nutzen der Menschen ausgebaut werden. Also ich wünsche mir die zukünftige Zusammenarbeit in Berlin, zwischen Berlin und Brandenburg noch etwas enger, als es jetzt schon ist und darüber hinaus noch übergreifender und zukunftsgewandter und konstruktiver. Also es ist notwendig, sowohl die Landesebenen stärker zu verzahnen mit den einzelnen Aufgabengebieten als auch das kommunale Nachbarschaftsforum. Das heißt, Berliner Bezirke, Umlandkommunen müssen strukturiert zusammenarbeiten. Und dass man solche Kooperationen, kann man natürlich nur dann zu einem erfolgreichen Ergebnis führen, wenn Vertrauen zueinander besteht, wenn die Akteure lange und vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten. Also da ist, glaube ich, die Situation in Berlin-Brandenburg ganz gut.